Dreht sich unsere Jugend mit ihren Gedanken im Kreis? Geht es für sie bergauf oder bergab? Nur 2% aller Österreicher über 15 Jahre besuchen regelmäßig Kirtage oder Jahrmärkte. Einer von ihnen ist Kevin. Für ihn ist vor allem das Fahren mit einer ganz besonderen Attraktion mehr als bloß eine Freizeitbeschäftigung. Tageda ist für mich wie mein Leben. Also ohne Tageda gibt's mich nicht. Der 18-Jährige hat seine große Leidenschaft gefunden. Egal, ob er selbst fährt oder das Fahrgeschäft bedient, jede freie Minute verbringt der Wiener bei der Attraktion. Früher habe ich immer so gesagt, Prater, so teuer ist es, es ist mal unnötiges Geld rausgeschmissen. Und das halt, wie ich dann das erste Mal Tageda gefahren bin, das hat wirklich alles geändert. Da Kevin, herzlich willkommen im Tageda. Wir starten Folge ab geht's. Da kann ich nicht drehen, stehen, hüpfen, alles Mögliche, was man eigentlich nicht machen sollte. Man muss das Gleichgewicht halten können und man muss sich sehr konzentrieren können. Wenn ich mich jetzt nicht konzentriere, dann kann man umfallen. Man kann hinfallen, sich eine Schürfwunde erholen, kann aber auch leider sehr blöd fallen, dann mit einem Knack gegen die Bank. Das ist dann halt meistens tödlich. Damit das nicht passiert, trainiert Kevin viel. Im Kreis drehen will gelernt sein. Circa ein Jahr habe ich gebraucht, aber bin ich halt nicht so intensiv wie jetzt jeden Tag gefahren. Habe ich dann eigentlich alles, was ich jetzt kann, können. Endstation, bitte alle aussteigen. Diese Fahrt ist zu Ende. Kevin sieht aber, dass es auch im Leben vieler anderer in seiner Generation nicht weitergeht. So, die meisten Jugendlichen, die ich kenne, sind entweder genauso wie ich und sind sehr viel im Prater und machen das auch gern freizeitmäßig. Aber es gibt auch halt Jugendliche, die den Weg eher weiter runter, nichts arbeiten, Alkohol rauchen und danach Drogen nehmen. Das ist halt nicht schön. Der Rausch der Geschwindigkeit ist der einzige, der Kevin interessiert. Alles andere ist ihm ein Dorn im Auge. Wenn ich im Prater bin, werde ich auch oft gefragt, ob ich irgendwas brauche. Das ist auch sehr unangenehm für mich. Meistens gehe ich einfach weiter, weil wenn man sagt, nein, danke, bekommt man nur eine blöde Antwort oder was ist, willst du Stress oder so einfach. Und ich kann nur jedem raten, lieber Finger weg von Alkohol, Finger weg von Drogen, auch von den Zigaretten, ist auch nicht gesund. Und kommt lieber alle Tage davon. Ist viel besser, viel gesünder, vielleicht etwas teurer. Es macht genauso süchtig, aber es ist gesund. Kevin fährt gerne Tageda. Sein Hobby ist seine Berufung. Steuermann, Freund und Mentor Harald dient dem 18-Jährigen dabei als Vorbild. Geil bist du gefahren, super hast du das gemacht. Danke. Bitte gerne. Das heißt praktisch, was hat mir am besten gefallen? Naja, die Massage gefällt mir immer am besten. Okay, das wissen wir ja. Aber du bist jetzt ja selber schon am Tageda. Wie lange steuerst du jetzt schon? 2 Monate. Im Prater? Ja, genau. Vom Stammgast zum Mitarbeiter. Als regelmäßiger Kunde weiß Kevin, was das Publikum will. Man muss eine Show bieten können, man muss mit den Leuten reden können. Man muss auch viel Gefühl haben, man kann nicht irgendwie steuern. Man muss aber auch auf die Leute aufpassen, weil man ja die Verantwortung hat, wenn sich wer verletzt oder nicht. Es kann auch sehr gefährlich sein, vor allem bei Leuten, die Alkohol getrunken haben, sonstiges. Also man muss halt aufpassen und das richtige Gefühl haben. Was mir taugt bei dir, ist einfach, dass du es gern machst. Das ist das Schöne, dass es eigentlich weitergeht mit dir, jetzt auch diese ganze Tradition im Prater. Also den Harald würde ich schon so gern bei einigen Sachen werden wie er. Das, was er vor 20 Jahren gemacht hat, mache ich jetzt wieder. Ich bin das Nachkommen von ihm. Ich finde es natürlich schön, weil ja, sage ich mal, ich im Kevin ein bisschen mein jüngeres Ich auch sehe. Also wenn ich jetzt zurückdenke, 20 Jahre, ich war ja genauso. Zwei Generationen an Tageda-Fans vereint. Das Schöne dabei, zu alt gibt's wie so oft auch hierbei nicht. Ich könnte mich schon drinnen noch sehen, wenn ich 40, 50 bin. Das ist eigentlich für groß und klein, für alt und jung. Jeder hat Spaß und kann Spaß haben dran. Um noch mehr Menschen diesen Spaß näher zu bringen, produziert Kevin seit einiger Zeit auch Fanartikel.
Also angefangen hat es mit meinem Merchandise, eigentlich mit den Turnbeuteln, weil ich schon immer so einen eigenen wollte, weil dieses Adidas und so. Habe ich mir gedacht, was mache ich? Dann habe ich Tagata, habe ich mir gedacht, ein ist schon relativ teuer, wenn ich nur einen jetzt mache. Habe ich mir gedacht, es gibt vielleicht Leute, die das auch, vor allem die Stammgäste haben. Habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das mal, fangen wir mit denen an, bestellen wir mehr. Die erste große Bestellung ist auch schon fast weg. Da habe ich noch Armbänder gemacht, Sonnenbrillen, Schlüsselbänder. Und bei den Stammgästen kommt das ziemlich gut an. Bei Kevin dreht sich alles nur um das eine. Ich glaube schon, dass ich tagesüchtig bin. Ziemlich sicher sogar, weil in die Wintermonate, wenn 3-4 Monate, wie auch immer, Winterpause ist und halt alles zu ist und keins auf der Reise ist, ist schon für mich sehr hart. An Fleiß mangelt es dem Einzelhandelskaufmann in Ausbildung nicht. Er verfolgt seinen Traum. Ich interessiere mich schon Ewigkeiten für den öffentlichen Verkehr. Ich habe auch einen Bussimulator, einen Straßenbahnsimulator von den Wiener Linien zu Hause am Computer. Da tue ich, wenn man Fahrt ist, die Strecken auf- und abfahren. Ich habe die Fahrgäste, die ein- und aussteigen. Ich muss die Türen öffnen, ich muss auf die Ampeln achten. Ich muss schauen, dass ich keinen Zahn führe. Das ist realistisch, nur halt ohne einen echten Bus. Die Leidenschaft, die Kevin an den Tag legt, vermisst der 18-Jährige bei anderen in seiner Generation. Es gibt sicher schon einige, die auch viele Interessen haben, aber ich hätte jetzt nicht gesagt allzu viele. Weil die meisten eher nur zu Hause sitzen, Computer, Playstation. Das ist für mich gar nichts. Also ich habe nicht einmal eine Playstation. Wenn mein Traum in Erfüllung geht, dass ich in der Straßenbahn sitze, würde ich sehr viele Überstunden machen wollen und darum betteln, dass ich sie machen darf. Ich würde jeden Tag sitzen und vielleicht, wenn es manchmal aufgefallen ist, die Straßenbahnfahrer, die so nette Durchsagen machen oder U-Bahnfahrer mit Guten Morgen und so weiter. Sowas würde ich dann auch machen.